Damit man auch im Winter sicher unterwegs sein kann, hat der ADAC wieder seinen traditionellen Winterreifentest durchgeführt. Dabei hatten die Reifen eine ganze Reihe von Testpunkten zu absolvieren. Schon beinahe im Akkord mussten die Reifen immer wieder für die entsprechenden Bodenverhältnisse gewechselt werden. Für den Winterreifentest 2010 haben wir für Kleinwagen und die untere Mittelklasse die Größe 185 65 R15T getestet, für die untere Mittelklasse die Größe 225 45 R17H. Zusätzlich haben wir auch noch zwei Ganzjahresreifen in der Größe 185 65 R15H getestet. Die Kriterien auf schneebedeckter Fahrbahn waren Passfahrten mit Hauptaugenmerk Seitenführung und das Bremsverhalten aus 30 km/h. Dann die Ermittlung der Zugkraft mit einer definierten Last bis zum Durchdrehen. Und, um es wieder einmal zu demonstrieren, ein Bremsvergleich. Das rote Fahrzeug mit Sommer, das andere mit Winterbereifung. In einer Eissporthalle erprobten die Prüfer die Seitenführung in einer Kreisbahn und das Bremsen aus 25 km/h. Natürlich soll ein Winterreifen auch auf trockener Fahrbahn sicher sein. Daher ein Test der Fahrstabilität bei Spurwechseln, das Einlenkverhalten sowie Kurvenfahrten bei Tempi bis zu 150 km/h. Unter Berücksichtigung des Rollwiderstands wird auch der Kraftstoffverbrauch gemessen. Richtig gefordert werden Winterreifen auf nasser Fahrbahn. Die Tests umfassen daher Aquaplaning quer mit 60 bis 100 km/h. Und Aquaplaning in Längsrichtung, bis das Fahrzeug aufschwimmt. Schließlich noch eine Bremsung von 80 auf 20 km/h. Bei diesem Bremsversuch zeigt sich deutlich der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Winterreifen. In 185 65 R15T haben wir drei gute und einen mangelhaften Reifen. Gut abgeschnitten haben die Reifen von Dunlop, von Goodyear und von ESA-TK. Mangelhaft ist wieder ein asiatischer Hersteller, der Star Performer genannt wird. In 225 45 R17H haben wir drei gute Reifen, zwei mangelhafte Reifen. Gut sind die Reifen von Dunlop, von Michelin und von Continental. Mangelhaft sind auch wieder asiatische Reifen von Interstate und von Westlake. Die getesteten Ganzjahresreifen gleichen sich immer mehr befriedigenden Winterreifen an. Gerade auf Schnee sind hier noch leichte Abstände zu den guten Winterreifen. Aber auf trockener Fahrbahn entfernen sie sich immer weiter von den Sommerreifen. Die großen Reifenhersteller stecken sehr viel Geld in Forschung, Tests und Weiterentwicklung. Die asiatischen Hersteller tun das nicht, bleiben meist auf dem alten Stand und können daher so viel billiger sein. Wer neue Winterreifen kaufen muss, sollte sich vor Kauf informieren. Im Internet, bei unseren Testseiten oder sich im Fachhandel beraten lassen. Wer gute Reifen kaufen will, sollte sich beeilen und am Anfang der Saison kaufen, weil ab Mitte November viele gute Reifen dann schon ausverkauft sind.